Ich finde, die Sendung wirkt bei mir jetzt. Bitte, danke. Meine Damen und Herren. Des Todes! Er sieht. Tanzen, alle tanzen! Bist du schwul? Ja. Das ist eine total schwule Sendung hier. Es kann nur eine schwule Sendung sein. Schwanz waschen! Den Schwanz waschen! Schön den Schwanz und den Sack waschen! So! Die Mose! In die Hose aus! Jetzt spinnst du vollkommen, weil du so einen Schmarrn machst. Jetzt will ich in diesem Blut, in dem Blut des Beschnittenen, mein Gesicht tauchen. Das Blut der dritten Welt. Wie das funktioniert mit der Völkerfreundschaft? Verstehst du? Danke. Das hast du davon. Los, hol ihn raus. Hol ihn raus. Hol ihn raus. Kreuzigung. Völkerverständigung. Du Spinner. Hol ihn raus. Hol ihn raus. Nee, ich hol ihn nicht raus. Wer hat dir noch gemacht mit dir? Was letzte Mal? Das sind Freunde. Wir fahren auch da. Wir fahren alle. Überall sind Schwarze. Ja. So muss man mit den Nazis umgehen. Das ist auch das, was die Bundesregierung gemacht hat, indem sie 200.000 Menschen mobilisieren konnte, die gemeinsam zum Brandenburger Tor marschiert sind und da gemeinsam gezeigt haben, dass es so nicht weitergeht. Sie sind marschiert für einen guten Zweck. Und wir haben fotografiert und wir haben diese Bilder ins Ausland geschickt. Und jetzt ist auch im Ausland wieder klar, dass wir ein gutes Volk sind. Wir haben in Deutschland ein Foto geschossen und haben es in die ganze Welt geschickt. Und jetzt ist das Spiel berühmt. Als Deutschlanderei. Es ist auf Ich möchte nicht, dass der Führer dazwischen redet, wenn wir hier im Bunker sitzen und überhaupt nichts mehr zu fressen haben. Der Typ ist so krank. Ich habe mir die Zunge herausgeschnitten. Ich bin verzweifelt! Was ist der Unterschied zwischen Revolution und Kulturrevolution? Eingeweide haben. Aber es ist ja eine Kulturrevolution. Wo ist der Elektroschocker? Wo ist die Zunge? Wo ist mein Messer? Wo ist mein Blut? Ja, das ist das Gleiche, was ich auch habe. Man kann nicht. Das hat einen Grund, dass es dreckig ist. Wo ist die andere Kamera? So, wir gehen jetzt rüber. Der Typ ist so krank. Mögel. Wir sollen die Gast sein. Ja, später. Yeah. Wollen wir Musik? Christian Anders singt sein neues Lied, das jetzt auf CD erschienen ist. Liebe, Liebe. Lieder zur Kreuzigung. Wer wohin? Ich bin so wahnsinnig glücklich, dass die Sendung möglich geworden ist. Ja, ich komm noch, ich kann nicht mehr. Ich komm noch, der drückt mich aus wie eine Zitrone. Mario, 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 Mario! Messer, Gabel. Ja. Einmal froh und das für Alibaba und Domino. La 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 la. Mario, du bist einmalig. Gibt nur ein Mario in dieser Welt und er kommt aus Steiermark. Und eine Roberto für Mario. Ich möchte einfach sagen, ich bin voller Selbsthass. Ich bin devot. Ich bin devot, ich will mea culpa, ich will mich entschuldigen. Ich will mich entschuldigen bei jemandem, der meinen Namen fertig gemacht hat. Ich brauche mal die Wasserschüssel. Ich brauche die Wasserschüssel. Ich will Herrn Anders die Füße waschen. Ich will die Füße waschen. Der geht schon. Ich will Ihnen die Füße waschen. Ich will mich erniedrigen. Ich will mich erniedrigen. Wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich will um Verzeihung bitten. Ich bin Katholik. Ich will um Verzeihung bitten. Es sei Herr Anders, gewährt. Ich bitte um Verzeihung. Kann man in der U-Bahn tatsächlich Terrorismus ausüben oder muss man erst an die Oberfläche? Das sind unsere Themen mit interessanten Gästen. Wir haben wenig Zeit, weil unsere Gäste gleich wieder raus müssen. Sie wollen gar nicht an Versorgungssystemen teilnehmen. Sie sind abgeschnitten von der Versorgung. Sie wollen, weiß ich nicht, sie wollen schlafen. Ja, hol dir die Bundeslade. Ja, hol dir die Bundeslade. Christoph, die kann doch gar nicht singen. Achtung, sie kann und doch gar nicht singen. Kleine Vokaleinsinge üben. Bravo!
Dieser Zug ist eine Sackgasse! Ich zeige jetzt hier das Chromosom und ihr ratet bitte, welche Nummer hat dieses Chromosom? Achtung, jetzt! Ich mich für euch! Da bin ich verwandelt! Halleluja! Take it easy, baby. Du cool. Kommst nirgendwo cool. Mehr hin, das garantiere ich. Yeah. Das möchte echt sein! Jetzt kommt der Mann, den eine Kuh ausgebrütet hat, den eine Kuh auf die Welt gebracht hat. Yeah. Der falsche Ton ist. In einer Zeit, in der alles möglich ist, sagt Alfred Edel, ist es egal, ob etwas gut ist oder schlecht. Stimmt das? Heute ist alles so unglaublich. Ich habe das Gefühl, heutzutage in der Showbranche musst du irgendwie ein dicke Titten haben, bescheuert sein, nichts können können. Hast du alle Chancen. Kannst du da zu Viva gehen oder zu MTV? Playboy. Immer daran denken, dieses Gesellschaftssystem ist in 10 Jahren komplett zerstört. Ich sage danke, auf Wiedersehen. Es ist schon hell geworden. Um 22.30 Uhr ist es schon hell. Was für ein Wunder! Das ist ein Wunder! Es ist hell in der Nacht. Ich habe ein Wunder vollbracht. Es ist hell in der Nacht. Ich habe ein Wunder vollbracht. Ich danke für das Wunder heute Nacht. Ich hab ein Wunder vollbracht. Danke für die Botschaft der U3000. Komm, mach mit und werf die Sorgen über Bord. Fahr mit mir ins Dunkel hinein, denn am Ende ist Licht. Und es scheint dir ins Gesicht, es ist ein Wunder vollbracht. Es wurde Licht in der Nacht. Dankeschön fürs Zuschauen. Heute geht es um Afrika, die dritte Welt, Evolution und nächste Woche geht es ums Überleben. Richard Wagner. Yeah. Und jetzt spinnst du ja. Vollkommen, ja. Weil du ja. So einen Schmarrn machst. Das ist vorbei.